Zugfahrer auf den Regionalstrecken können aufatmen. Die angekündigten Verschlechterungen bei den Verbindungen wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Das Thema ÖBB hatte zuletzt im Landtag für heftige Debatten gesorgt. Scharfe Kritik kam unter anderem von ÖVP-Klubobmann Michael Strugel. Das Problem ist, dass der Referent, der Landeshauptmannstellvertreter Heider, der Meinung ist, wir haben imposante Zuwächse bei den Fahrgastzahlen. Natürlich ist es gut, wenn die steigen, aber wenn sie nur in einem geringeren Ausmaß steigen als das Geld, das man investiert, dann sollte das Grund sein, darüber nachzudenken, wie man das besser machen kann. Ich denke mir, das ist ein Thema auch für die nächsten Wochen und Monate. Das muss man einmal analysieren. Da stimmt die Relation nicht. Die Aufregung war groß, die Lösung folgte prompt. Statt der angekündigten Verzögerungen werden nun sogar mehr als 30 zusätzliche Kilometer saniert. In der Politik wird es eben nie langweilig. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein bestickt, schlüpft.